Bonjour, Marc Prost von der Wochenzeitung Die Zeit. Guten Morgen. Wenn wir zuerst über die Entwicklung in der Ukraine sprechen, ist das politische Berlin weiter auf der Suche nach dem richtigen Kurs gegenüber Russland oder erkennen Sie eine klare Linie? Ich glaube, das politische Berlin, wie Sie gerade sagen, ist tatsächlich immer noch auf der Suche nach einem klaren Kurs gegenüber Russland. Wir haben ja in einem vorherigen Beitrag auch Gernot Erler gehört, der die offensichtliche Ratlosigkeit der Regierenden nochmal zum Ausdruck gebracht hat. Es ist aber durch die Waffenruhe, die nun beschlossen wurde, ganz egal, wie sehr sie eingehalten wird, es ist durch die Waffenruhe nochmal was Neues dazugekommen, nämlich die Frage, wie geht man eigentlich mit der Regierung in der Ukraine um, mit der Regierung in Kiew? Bislang bestand die Strategie der Bundesregierung, der Kanzlerin, ja aus zwei Bausteinen. Zum einen ging es darum, die territoriale Einheit der Ukraine auf jeden Fall zu erhalten und zum anderen das neue Regime in Kiew, die Regierung Poroschenko, Jasenjuk, so gut wie möglich ökonomisch und politisch zu stabilisieren. Und nun merkt man, dass der Status quo, die Waffenruhe, eben dazu führt, dass die Ukraine zerbrechlich ist, dass sie in einem sehr fragilen Zustand ist. Und die Frage, was kann man für diese Regierung tun, politisch, ökonomisch? Wer sind überhaupt diese Leute, die Kiew regieren? Darauf hat man auch noch keine Antwort. Aber diese Frage stellt sich nun in diesen Tagen ganz, ganz deutlich. Ein weiterer Blickwinkel aus deutscher Sicht, die Rede des Bundespräsidenten wird weiter fast täglich interpretiert. Wie wird Gauck da instrumentalisiert? Ich glaube, dass Gauck sich gar nicht instrumentalisieren lassen will und im Grunde auch nicht instrumentalisiert wird. Man nimmt ihn bei seinen Worten, man nimmt ihn ernst. Das ist ja das Wichtigste, was ein Bundespräsident hat, die Kraft seiner Worte. Und dann messen wir ihn an seinen Worten. Und im Grunde vollzieht Gauck einfach nur einen weiteren Schritt in diese Richtung, die er schon Anfang des Jahres angedeutet hat. Ihm geht es darum, die außenpolitische Verantwortung Deutschlands neu zu definieren, auch darauf hinzuweisen, dass wir eine Verantwortung in dieser Welt haben. Und das bedeutet natürlich, dass Deutschland bei der Frage, wie gehen wir mit Russland um und handelt es sich um einen Krieg oder nur um einen militärischen Konflikt, wie es ja häufig verniedlichend genannt wird, dass wir da Klartext reden müssen. Es ist ein Krieg in der Ukraine. Dort findet eine massive Intervention von außen statt. Russische Separatisten, die eben durch die russische Regierung in Moskau gestützt und unterstützt werden. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man das beim Namen nennt. Wir haben eben auch die Bilder vom Freitag gesehen. Die NATO inszeniert sich mit Flugzeugen über ihren Köpfen und sie will die Verteidigungshaushalte erhöhen. Die Bundesverteidigungsministerin erinnert aber an das Haushaltsziel der Bundesregierung. Wie sehen Sie denn da die weitere Entwicklung? Da gibt es tatsächlich einen ganz interessanten Gegensatz. Hält man die schwarze Null, das ist das Haushaltsziel der Bundesregierung, im kommenden Jahr 2015 einen ausgeglichenen Bundeshaushalt ohne neue Schulden zu erreichen? Oder erhöht man die Etats? Da gibt es die klare Ansage, die schwarze Null muss stehen. Der Verteidigungsetat wird nicht erhöht. Insofern schwankt von der Leyen dort auch etwas. Ich glaube, es hängt tatsächlich von der weiteren Entwicklung ab. Und sollte man sich dazu durchringen, den Verteidigungshaushalt wieder zu erhöhen? Es geht ja nun auch darum, dass die Bundeswehr neues Material braucht. Es gab immer wieder Hinweise darauf, dass das Material, das die Bundeswehr besitzt, in keinem guten Zustand sei, womöglich auch gar nicht einsatzfähig. Erhöht man den Verteidigungsetat, muss es ja im Gegenzug nicht unbedingt eine Abkehr von der schwarzen Null sein. Es gibt noch Puffer in anderen Etats und eine Regierung kann das auch ausgleichen. Vielleicht spielen Sie ja an auf die Möglichkeit einer Finanztransaktionssteuer? Die Finanztransaktionssteuer ist, würde ich sagen, eine gesellschaftliche Wohlfühlsteuer, die die Regierung schon seit langem propagiert, seit Ausbruch der Finanzkrise. Merkel hat sich damals an die Spitze der Bewegung gestellt und gesagt, ja, wir wollen diese Steuer, dass sie seit 2008 noch nicht in Kraft tritt, spricht, glaube ich, Bände. Wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen, ich glaube, diese Steuer wird es niemals geben. Aber wenn wir über Geld reden, dann sind wir ja ganz schnell beim scheinbar beliebtesten innenpolitischen Streitthema, der Pkw-Maut. Schäuble, Seehofer, ja. Irgendwie jeder gegen jeden. Wem nützt und wem schadet die Maut denn weiter politisch? Das Interessante ist, wenn man sich mal anschaut, was im Koalitionsvertrag steht, und an den will sich die Kanzlerin ja halten, das war ihre einzige öffentliche Einlassung bislang zur Maut, dann steht dort, dass es die Pkw-Maut in Deutschland auf Autobahnen geben wird. Punkt. Dass es tatsächlich nun einen Streit über die Maut gibt, liegt daran, dass Verkehrsminister Alexander Dobrindt in seinem Konzept weitergegangen ist, als eben der Koalitionsvertrag vorsieht. Erinnern wir uns, er will die Maut ausdehnen auf Landstraßen und damit betrifft es eben auch den Verkehr in den Grenzregionen. Deswegen gehen die mächtigen CDU-Landesverbände Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg auf die Barrikaden.
Am Ende, glaube ich, wird es so sein wie häufig bei Dingen, die im Koalitionsvertrag stehen oder standen und noch etwas Interpretationsspielraum bieten. Erinnern wir uns an das Betreuungsgeld. Das kam ja auch als Idee aus München bundesweit oder wurde uns bundesweit übergestülpt als Idee aus München. Am Ende gab es und gibt es das Betreuungsgeld. Und deswegen, glaube ich, wird es am Ende, so sehr wir im Augenblick auch streiten, irgendeine Form der PKW-Maut geben. Vielen Dank, Marc Prost von der Zeit. Bitte sehr.